Heute sprechen wir darüber, wie du das entscheidende Allgemeinwissen für die Oberstufe aufbauen kannst und so in Transferaufgaben und Mitarbeit wesentlich besser glänzt. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Bevor wir mit dem Thema reinstarten, nochmal die ganz wichtige Erinnerung: Geh auf den ersten Link unter diesem Video und sichere dir deine Besprechung mit mir bezüglich des Abiturathleten Bootcamps, deiner Garantie für den Traumnotenschnitt. Ich schwöre euch, wer mitfährt, wird danach so begeistert sein wie alle anderen. Checkt unbedingt nochmal auch der zweite Link in der Beschreibung des Videos, das offizielle Video, der Trailer zum ganzen Bootcamp. Da werdet ihr einfach merken, was da auf euch zukommt, dass ihr es definitiv nicht verpassen möchtet. Jetzt aber die wichtigsten Tipps, die ihr braucht, um eben sinnvolles Allgemeinwissen aufzubauen, damit ihr eben, wenn es im Unterricht irgendwas besprochen wird, du in einer Klausur irgendwas in den Zusammenhang setzen sollst, da einfach auch die wirklich wichtigen Informationen hast, um das Ganze auch zu machen und so halt wirklich auch wieder in die höheren Punktebereiche wie 13, 14 und 15 zu kommen. Erstens, Nachrichten schauen. Das ist, denke ich, eine der einfachsten Routinen, die du einfach in deinen Tag, in deine Woche etablieren kannst und die wirklich über die Zeit sehr, sehr viel bringen werden. Denn es ist eigentlich super einfach, sich einfach abends 10, 15, 20 Minuten zu den Eltern zu hocken, die das ja vielleicht sowieso am Fernseher tun werden, und einfach mit die Nachrichten zu schauen. Denn gerade in Geschichte und Sozialkunde ist einfach mega krass, wie oft einfach nur auf die alltäglichen oder aktuellen Themen rückgegriffen wird, sowohl im Unterricht als auch in den Klausuren. Also manchmal ist es wirklich lustig, du kannst in der Geschichte-Klausur oder in der Sozialkunde-Klausur, kannst eigentlich schon fast davon ausgehen, dass auf das Thema der letzten drei Wochen, was auch immer es zum jeweiligen Zeitpunkt dann ist, dass darüber irgendeine Frage kommt. Nicht spezifisch auf das Thema, weil du bist ja nicht verpflichtet, das zu lernen, aber dass du einfach was vergleichen sollst. Und wenn du das machst, bist du einfach immer bestens aufgestellt, kannst vor allem auch in jeder Mitarbeit und in jeder Unterrichtsstunde einfach richtig gut mitreden, und das wird einfach einen mega guten Effekt auch auf den Lehrer haben. Zweitens, Taschenhirn.de. Das ist jetzt keine Werbung oder sonst irgendwas, sondern habe ich einfach nur in Vorbereitung auf dieses Video für euch recherchiert, damit ihr wirklich auch eine konkrete Quelle habt, wo ihr eben euer Allgemeinwissen sehr gut aufbauen könnt. Und ich muss echt sagen, Taschenhirn.de feiere ich einfach mega krass, habe ich selbst davor nicht genutzt, aber was die anbieten, ist echt mega. Ich glaube, irgendwie 50.000 oder 500.000 Daten in 300 Listen sortiert. Also kannst du dann wirklich sagen, ich will heute was über unsere Erde lernen. Dann kriegst du einfach so die wichtigsten Fakten über unsere Erde oder über irgendwelche Tierarten und alles mögliche. Also wirklich, wenn du, ich glaube, dann ist es nicht mal wichtig, dass du wirklich die Sachen auswendig lernst, weil das bringt es auch wieder nicht. Aber wenn du wirklich einfach sagst, hey, jeden Abend lese ich da 20 Minuten drüber, mega, mega geil. Verlinke ich euch auch in der YouTube-Beschreibung, dass ihr da direkt hingehen könnt, das Ganze auch umsetzen könnt, was ich euch hier sage. Und das denke ich einfach halt, eine geile Möglichkeit. Drittens, andere Fächer mit einbeziehen. Das ist eine Sache, die ich persönlich in der Oberstufe sehr oft gemacht habe und die ich so fast niemand anderen habe machen sehen, obwohl es eigentlich echt super einleuchtend ist, wenn man es einmal erkannt hat. Und zwar einfach dieses Crossover-Denken, ja, dass du aus anderen Fächern gewisse Thematiken einfach mit reinbeziehst. Zum Beispiel Chemie und Bio. Es kann super oft sein, dass ihr in Chemie gerade einfach irgendwas besprecht, was dann erklärt, warum zum Beispiel der und der Neurotransmitter im Blut das und das auslöst. Und so kannst du einfach die Sachen, die du gerade in Chemie oder vielleicht auch erst vor 3 Monaten oder vor 6 Monaten oder letztes Jahr in Chemie gelernt hast, einfach direkt auf Bio beziehen. Sprich, du kannst auch die anderen Fächer, die ihr habt, der Lehrplan ist teilweise ja wirklich auch so aufgebaut, dass es da eben verschiedene Verknüpfungsstellen gibt, dass du das einfach mit einbeziehen kannst. Und das ist natürlich ein super easy Win, weil eigentlich sollte das Wissen noch parat sein. Und dann gibt es natürlich nichts Einfacheres, als das einfach zu übernehmen. Und vor allem natürlich, wenn du vielleicht auch einen Lehrer hast, den du sowohl im Bio als auch in Chemie hast, der feiert das natürlich doppelt. Deswegen denk da immer dran, such danach Möglichkeiten und es wird definitiv deine Noten pushen. Viertens, stell dich nicht dumm. Das ist in meinen Augen ehrlich gesagt so der größte Faktor, warum Leute das Gefühl haben, sie haben kein Allgemeinwissen. Und zwar einfach, dass sie das Gefühl haben, alle anderen würden so viel besser Bescheid wissen als sie. Und das ist einfach nicht true. Okay, ist einfach nicht true. Man hat nur das Gefühl, dass wenn irgendjemand anderes mal was Smartes sagt und irgendwas, was mit Allgemeinwissen zu tun hat, was man selbst nicht wusste, oh steht, ich habe kein Allgemeinwissen. Aber die anderen 26 Leute im Klassenzimmer, die sich gerade nicht gemeldet haben, die wussten es auch nicht. Und dann gibt es mal wieder irgendeine Sache, die du gerade weißt, vielleicht meldest du dich nicht, aber du hättest es trotzdem gewusst und die hätten die anderen nicht gewusst. Und deswegen, Allgemeinwissen ist so eine Sache, wo man denkt, oh shit, alle anderen wissen das und ich weiß mir fast gar nichts. Aber ich kann euch eine Sache versprechen, ich weiß auch so verdammt viele Dinge nicht. Es ist unfassbar, aber darauf kommt es doch gar nicht an. Es geht einfach nur darum, dass du
es auch zulässt, weil du weißt meistens viel mehr Dinge, als du eigentlich dir denkst, ja. Und dass du einfach im Unterricht das zulässt, aktiv danach suchst, hey, was weiß ich denn eigentlich allgemein wissenstechnisch zu diesem Thema, was könnte ich denn dann noch extra einbringen, um vielleicht eben auch in der Mitarbeit in die richtig hohen Punktebereiche zu gehen. Und das ist einfach super wertvoll. Deswegen red dich da selber nicht schlechter, als du bist, lass es zu und dann wirst du, denke ich, definitiv mehr Möglichkeiten finden, als dir bisher bewusst war. Fünftens, mit offenen Ohren durch die Welt. Denn es heißt ja eigentlich, dass man mit offenen Augen durch die Welt laufen soll, aber ich denke, es ist mindestens genauso wichtig, dass du mit offenen Ohren durch die Welt läufst. Denn wenn du einfach nur mal zulässt, dass du nicht, wir sind alle so sehr immer an unserem Handy und Fokus und das und mein Leben und das muss ich und das und bababababam. Wenn du da mal vorne mal ein bisschen lockerer lässt, ein bisschen mehr aufmachst und schaust, was ist drin, als anderen Gesprächen in der Bahn, im Bus zuhörst. Einfach auch guckst, worüber reden denn deine Eltern gerade, deine Freunde. Einfach dich ein bisschen mehr auch am ganzen Äußeren beteiligst, noch nicht zwangsläufig aktiv, reicht ja schon, wenn du einfach nur passiv zuhörst. Dann werden dir so viele Informationen mehr zugänglich sein, die einfach auch einen sehr guten Mix darstellen aus den verschiedensten Dingen, die du tun sollst oder tun könntest. Und das ist einfach so, so geil, weil es einfach for free ist. Es passiert einfach nebenbei, du musst dich nicht mal anstrengen, außer dass du es eben zulässt. Und das kann halt auch einfach super viel bringen, weil gerade diese Menschen ja auch immer über die Themen sprechen, die gerade neu, frisch, aktuell und relevant sind. Und so sortieren die anderen Menschen im Prinzip für dich schon die ganzen anderen Informationen, die du theoretisch dir anschauen könntest. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch ein super wertvoller Zugang zu solchen allgemeinen Wissensthemen. Und mit der Zeit wirst du auch da dir einfach mega viel aneignen und so einfach auch richtig gut sein und einfach, ja, bewandt sein. Und das ist einfach super geil und ist auch ein gutes Gefühl, allgemein einfach mehr Bescheid zu wissen. Und deswegen auch, wie gesagt, unbedingt die Webseite, die ich euch empfehlen habe. Und ansonsten denkt dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.